Sieg für Alexei Nawalny vor Gericht in Moskau. Der Kreml-Kritiker kann vorerst auf freiem Fuß bleiben. Die Richter eines Bezirksgerichtes in der russischen Hauptstadt lehnten es ab, seine Bewährungsstrafe in eine Gefängnishaft umzuwandeln. Die Staatsanwaltschaft hatte Nawalny vorgeworfen, gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben. Die Verteidigung bezeichnete die Vorwürfe als absurd. Nawalny: Es ist der Traum des Kremls, mich ins Gefängnis zu stecken, aber die öffentliche Meinung lässt das nicht zu. Deswegen möchte ich mich bei der Öffentlichkeit bedanken, bei denen, die die Ziele des Kremls durchkreuzen. Nawalny war als regierungskritischer Blogger und Protestführer bekannt geworden. 2014 wurde er in einem umstrittenen Prozess wegen Betrugs zu der Bewährungsstrafe verurteilt. Sein Bruder Oleg erhielt eine 3,5-jährige Gefängnisstrafe.